Die Ereignisse der letzten Woche haben die Weltlage vollkommen neu aufgewirbelt. Und nun sind die Fronten klarer als nie zuvor. Auf der einen Seite spitzt sich die Kriegsgefahr im Nahen Osten dramatisch zu. Auf der anderen Seite ist mit der Landung des neuen Rovers auf dem Mars wohl noch nie so deutlich gewesen, zu welch fantastischen Dingen die Menschheit imstande ist, wenn sie ihrer eigentlichen Natur folgt. Mein Name ist Carsten Werner und hier ist die Welt ohne Filter. In den letzten Wochen haben wir hier bei Büso TV betont, wie wichtig die Mobilisierung unserer amerikanischen Kollegen von LaRouche Pack für eine Streichung der Sommerpause des US-Kongresses gewesen ist. Zu viele Krisen warteten und warten immer noch auf dringende Lösungen, sei es die Jahrhundertdürre, die Kriegsgefahr oder der finanzielle Bankrott. Deswegen sollte der Kongress in Sitzung bleiben. Nach einer spannenden Abstimmung darüber tat er das zunächst auch, bis Anfang dieser Woche auf einmal alles umgedreht wurde. Ganze 2 Kongressabgeordnete entschieden dort, dass der Kongress nun doch bis September in die Sitzungspause geht. Woher dieser plötzliche Wandel? Führende Quellen aus der Demokratischen Partei berichteten, es war das Weiße Haus und Obama höchstpersönlich. Sie hatten verschiedene Kongressabgeordnete über das Wochenende massiv unter Druck gesetzt, die Sitzungszeit zu schließen. Dabei wurde Abgeordneten, die von der Dürre betroffenen Wahlkreise vertreten, Hilfsgelder versprochen. Warum das Weiße Haus zu solch dreisten Maßnahmen griff, erklärte Helga Zeppler-Rouge in ihrer gestrigen Rede in Berlin. Also wir haben eine akute Kriegsgefahr. Wir haben von den besten Quellen, die wir in Amerika haben, der Grund, warum die Obama-Administration den Kongress weghaben wollte im August, ist, um in dieser Zeit eine Militäroperation gegen Syrien vorzubereiten. Nun muss man zu dieser Syrien-Sache wirklich noch mal sagen, also die deutsche Öffentlichkeit ist völlig missinformiert über was in Syrien los ist. Aber die Wahrheit ist, und also man muss nicht ein Freund von Assad sein oder irgendwas, aber was jetzt die sogenannten syrischen Rebellen sind, ist eine Mischung von Al-Qaida, Salafisten, Wahhabi von Saudi-Arabien finanziert, PKK, die jetzt von der Türkei als große Bedrohung gesehen werden. Und Massaker passieren an Christen, an Andersgläubigen, an Alawiten, nur weil sie dieser Region zugehören. Also der Westen finanziert etwas. Der CIA arbeitet im Augenblick im Auftrag von Obama mit Al-Qaida zusammen beim Sturz einer ordentlich gewählten Regierung. Das ist die Realität. Und wenn diese Assad-Regierung gestürzt würde, dann gnade uns allen, was dann kommt. Da ist also das, was in Syrien, in Libyen jetzt sich entwickelt oder im Irak, das ist also der Vorgeschmack davon. Gnade uns Gott, was dann kommt. Was Frau Zeppler-Rouche hier andeutet, ist die Tatsache, dass Russland und China natürlich nicht tatenlos zuschauen werden, wenn Syrien, ähnlich wie Irak und Libyen, in Schutt und Asche gelegt würden. Das Undenkbare würde möglich werden. Die Eskalation in einen thermonuklearen Weltkrieg, bei dem die Überlebenden die Toten beneiden würden. Russland versucht, soweit es geht, diese Eskalation zu verhindern. So warnte der ehemalige Premierminister Jewgeni Primakow gerade vor einem neuen Nahostkrieg. In einem Interview mit Rossiskaja Gazeta wies er auf die unberechenbare Regierung in Israel hin. Man wisse nicht, welche Fraktion sich bei der Frage um einen Angriff auf den Iran letztendlich durchsetzen würde. Den Konflikt in Syrien beschreibt Primakow als offenen Bürgerkrieg, in dem auch starke ausländische Kräfte zum Einsatz kommen würden. Katar und Saudi-Arabien bezahlten Söldner und Freiwillige aus aller Welt, um in Syrien zu kämpfen. Und auch die türkische Unterstützung für die Opposition sei bekannt. Präsident Obama habe eine direkte CIA-Unterstützung für die syrische Opposition angeordnet. Das sei grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten einer souveränen Nation, von der keinerlei Gefahr für die Vereinigten Staaten oder sonst jemanden ausgehe, so Primakow. Aber auch auf der amerikanischen Seite gibt es weiterhin Kräfte, die gegen diesen Krieg arbeiten. Der amerikanische Generalstabschef Dempsey erklärte am 27. Juli in einer Rede in San Francisco Folgendes. Meine Aufgabe ist es, Optionen bereitzustellen. Und ich habe an Plänen gearbeitet.
Keiner davon ist derzeit im Detail ausführbar. Alle Schwierigkeiten, die wir in den anderen Bewegungen des arabischen Frühlings sehen, finden wir in Syrien in vergrößertem Maße vor. Hier müssen wir weiterhin diplomatisch und wirtschaftlich tätig werden, bevor wir über die Anwendung militärischer Gewalt nachdenken. Dempseys Aussagen sind typisch für das Denken im Militär, die nämlich für die Konsequenzen ihrer Entscheidungen gerade stehen müssen, insbesondere bei gefallenen Soldaten. Ganz anders das Säbelrasseln einer Susan Rice oder Tony Blair. Diese Leute sind unter anderem dafür verantwortlich, dass wir seit der Wende von 1989, angefangen mit dem ersten Golfkrieg, in einer ständigen Kultur des Krieges leben mussten. Gleichzeitig wurde durch die Deregulierungsorgie und Zerschlagung der Industrien in allen Bereichen die Saat für den heutigen wirtschaftlichen und kulturellen Verfall gesät. Doch die Wurzel des Problems liegt im oligarchischen Weltbild und nicht bei einzelnen Personen oder Institutionen. Es ist das Gedankengebäude, das diese Leute vertreten. Das oligarchische System, seit langer Zeit die Geißel der Menschheit. Dieses Denken degradiert den Menschen auf perfide und brutale Weise zum Tier. In diesem System herrschen die Alpha-Tiere. Der Rest ist Fußvolk. Um dieses System aufrechtzuerhalten, ist es für die Elite damals wie heute dringend nötig, der Masse der Menschen den Zugang zu Wissen und ihrer Entdeckernatur zu verwehren. So wie Zeus Prometheus an den Felsketten ließ, weil er es wagte, der Menschheit das Feuer zu geben. Vernehmet nur das Elend der Sterblichen, wie den Unmündigen ich Verstand verlieh und Wachsamkeit der Sinne. Wenn ehedem sie blickten, blickten sie ins Leere, hörten und vernahmen nichts. Denn den Gestalten eines Traumes ähnlich mischten sie lebenslang das eine planlos ins andere. Sie kannten keine Häuser, aus Ziegeln aufgerichtet vor dem Strahl der Sonne, noch des Zimmermannes Axt. Wie der Ameisenschwarm, so wohnten sie, vergraben tief in sonnenlose Höhlen. Nicht hatten sie ein Zeichen für das Nahen des Winters, nicht des blühenden Lenzes, nicht des früchteschwangeren Sommers. Ohne Einsicht war, was sie taten, bis ich sie der Sterne schwer wahrnehmbaren Auf- und Niedergang erkennen ließ. Darauf erfand ich ihnen die klügste meiner Schöpfungen, die Zahl, und der Erinnerung Unterbau, die Schrift, die mütterliche Helferin der Musen. Ich spannte Tiere in das Joch und machte sie untertan dem Zügel und dem Seil, damit den Sterblichen der Mühen größte genommen werde. Vor den Wagen schirrte die zügelfrohen Rosse ich, ein Bild des überreichen Prunkes. Das Gefährt, das übers Meer mit linnenen Flügeln eilt, ist keines anderen Schöpfung als die meine. Mit einem Worte sage ich es, den Menschen ward durch Prometheus jede Kunst zuteil. Souveräne Menschen und Nationen brauchen weder Götter noch Könige, weder Märkte noch Experten, um ihr Schicksal zu bestimmen. Die Veränderung beginnt bei ihnen selbst, denn in jedem von uns steckt ein Prometheus. Was für die Alten das Feuer war, ist für uns heute die Fusionsfackel. Die Segelschiffe von damals sind die Raumschiffe von morgen, die es ermöglichen werden, dass nicht nur ein Rover, sondern auch Menschen auf dem roten Planeten landen werden. Das ist die wahre Bedeutung und Absicht des Trendbankengesetzes, des Kreditsystems und der Landung von Curiosity, das Ende des oligarchischen Systems herbeizuführen. Die Lage ist brandgefährlich, aber die Menschheit kann gewinnen. Machen Sie jetzt mit.